Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Kalash Dadash Musik Bundle von KDM Shay und KDM Karat. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Bundle, zum Album und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, das Ganze damals erschienen über Beatles, deswegen auch hier der Sticker. In so einer schlichten Kartonbox habe ich das bekommen. Ich habe das schon mal vorsorglich geöffnet. Und dann haben wir hier keine Box, sondern eben wirklich ein Bundle. Und zwar haben wir hier einmal ein Unterhemd, also ein Tanktop. Ein Bonus-Mixtape oder Bonus-Album, in dem Fall ein Mixtape. Das Album an sich, Kalash Dadash Musik. Flyer und Poster. So, den Karton machen wir mal derweil weg. Und dann schauen wir mal den Inhalt im Detail an. Also, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Kalash Dadash Musik lesen wir hier. Roter Schriftzug auch hier an der Seite. Und wir haben hier den Dadash persönlich, also KDM Shay, und hier seinen Kollegen KDM Karat. Das Ganze noch verschweißt, das heißt, wir werden das öffnen. Und zwar die Frage, wo am besten, hier würde sich anbieten. So. Also, so sieht das Ganze aus. Und wir haben auf der Rückseite die Tracklist aufgelistet. 13 Stück an der Zahl. Wobei man sagen muss, dass einer der Tracks, nämlich Track 13, ein ja, mehr oder weniger alter Track ist aus dem Jahr 2010. Da hieß KDM Shay nur Shaytan. Mittlerweile heißt er nur noch Shay, beziehungsweise KDM Shay. 13 Tracks an der Zahl. Features von Haiti, GPC, Moneymax, GPC, Pressbricks, Arinova, Uzi, Pervers, Niles Davis, Uzi, GPC, Pressbricks, Sick und Schlafwandler. Von diesen 13 Tracks sind meine absoluten Favoriten Track Nummer 2, Reich sein mit Haiti. Meines Wissens gibt es dazu auch ein Video. Track Nummer 3 hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gefallen, aber Track Nummer 4, der war es, KDM, der den finde ich auch noch gut, richtig so Autotune, Overload. Und dann auch noch Track Nummer 5. 2000 Bilder auf Instagram, mit Doppel-M spannenderweise, mit Moneymax und GPC. Gut, dann kommen wir zum Inhalt. Hier an der Seite haben wir auch nochmal stehen. Kalash Dadash Musik. Ich hoffe, man kann das sehen. Also, hier lesen wir nochmal. Kalash Dadash Musik, Kalash Dadash Musik, dreimal einfach. Und auf der Rückseite ebenso. Gut, dann kommen wir zum Booklet. Dieses relativ dünn. Eine Seite, wir haben hier einfach die Infos, also die Tracks aufgelistet. Und dann hier noch, wer daran beteiligt war, beziehungsweise wer die Beats produziert hat. Dann haben wir hier eine Danksagung von Karat, hier eine Danksagung von Shay. Alles klar. Und hier lesen wir noch, und an die Hater Grüße von meiner AK. Gut. Also, die CD sieht so aus. Grün, weiß, rot. Also hier das Gesicht mit dieser Maske. KDM. KDM. Das ist die Kurzform von Kalash Dadash Musik und hier auch das Logo, also diese Flügel auf dem D. Dann haben wir noch das Bonus Mixtape, das Ra Mixtape von KDM Shay. Auch hier lesen wir wieder Kalash Dadash Musik. Und hier haben wir den Interpreten auf einer Motorhaube sitzen, inklusive einem Hund und ja, das dürfte ein Kollege sein, wenn es nicht sogar Karat ist, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen.
lesen wir hier in orangener Schrift, KDM Shea, Welcome to New Jersey, the Garden State. Also, KDM Shea ja meines Wissens geboren in München, in Bayern, allerdings dann nach New Jersey gezogen und hat dort den Großteil seiner Zeit in den Staaten verlebt. Wir haben hier 15 Tracks an der Zahl und einige Features von GPC, Moneymax, Lockmonster, Gypsy, GPC, nochmals Moneymax, nochmal GPC, KDM Karat, DOP, GPC, Pressbricks, Moneymax und Tarek G. Jede Menge Features also, 15 Tracks an der Zahl. Das Ganze sieht so aus, also auch hier wieder die beiden Herren in der Nahaufnahme, KDM-Logo und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir Flyer und zwar haben wir hier die beiden Herren KDM Shea und KDM Karat. Ein Dadasch ist ein Dadasch, wenn er schießt und wenn er schweigt. Grün, Weiß, Rot, hier die Farben des Iran, daher auch die Maske in den Nationalfarben. 1, 2, 3, 4 Stück an der Zahl haben wir hier. Und was mich besonders freut, dass es 4 Stück sind, denn in der Beschreibung auf der Homepage meines Wissens stand ein Flyer. Also hier hat man sich nicht lumpen lassen, finde ich echt eine korrekte Sache. 4 Stück, vielen Dank dafür. Und dann haben wir auch Poster. Und auch hier wieder positiv überrascht, denn da stand auf der Homepage ebenfalls, es wäre nur ein Poster darin. Ich habe jetzt in diesem Fall 2 Poster erhalten, danke dafür. Auf diesem Poster sehen wir groß den KDM-Schriftzug und unten rechts die beiden Herren wieder, Karat und KDM Shea. Poster im Querformat einseitig bedruckt. Das zweite, ja, ist ident, nehme ich mal an. Schauen wir mal ganz kurz, bevor ich euch da was falsch erzähle, klar. Also, zweimal das idente Poster, kann man das eine aufhängen, das andere aufbewahren oder einem Kollegen schenken, der Freundin, wie auch immer. Und als letzten Bestandteil der Box haben wir noch ein Tanktop in Feinripp. KDM lesen wir hier, groß, schwarz der Schriftzug auf der Brust, ansonsten komplett in weiß. Neckprint haben wir keinen. Und das Ganze, muss ich ehrlich sagen, ist spannend, denn es ist nicht so ein 0815 Gilden, sondern es ist ein American Apparel Shirt, made in USA, Größe L, Uni 6. Und das Ganze ist, wo haben wir es? Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, ah ja genau, hier oben haben wir es. Ich hoffe, man kann es halbwegs lesen. 100% Compt Cotton. Okay, also 100% Baumwolle und ihr habt ja noch die Waschhinweise, die Pflegehinweise. Wir schauen uns natürlich nochmal an, wie das Ganze getragen aussieht, dieses Feinripp Tanktop. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Tanktop in dieser Feinripp Optik und dann hier in schwarz groß der Schriftzug KDM inklusive dieser Flügel. Also das Kalasch Dadasch Musik Logo. Gefällt mir gut, kann man gut anziehen und ich bin speziell überrascht über die Qualität, also dass es ein American Apparel Tanktop ist und nicht einfach ein Gilden oder Fruit of the Loom. Von daher auf jeden Fall gut anzuziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Tanktop in der Feinripp Optik. Dann viermal diese Flyer. Wie gesagt, meines Wissens hätte da nur einer dabei sein sollen, aber eventuell habt ihr auch so viel Glück wie ich. Ich habe 4 Stück dabei gehabt. Zweimal das Poster im Querformat. Das Bonus-Mixtape Ra von KDM Shea. Und das Album Kalasch Dadasch Musik von KDM Shea und KDM Karat. Das alles, ja, in diesem wunderbaren Bundle. Nachdem das Bundle keine eigene Box hat oder so, lasse ich euch das jetzt so liegen.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Bundle bzw. dem Album? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kalash Dadash Musik unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.